Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der 26. Spieltag und zum Abschluss im Montagabendspiel die Partie der Würzburger Kickers gegen die Spielvereinigung Unterhaching, das Team von Klaus Schromm. Das im Jahr 2019 noch ohne Sieg und ohne jeglichen Punkt. Auftakt der Heimmannschaft in den roten Trikots. Fabio Kaufmann mit der ersten guten Möglichkeit prüft Lukas Königshofer in der 12. Spielminute. Dann diese Situation, strittig, faul oder nicht, es gab den Freistoß für Haching. Daraus entwickelte sich das Querschläger, der zur Mitte zurückkommt. Schwabe, Kopfballverlängerung und dann Stefan Schimmer in der 17. Spielminute mit dem 1:0 für Haching. Technisch perfekter Schuss, Bodenverhältnisse schwer, Ball titscht auf, schwer für Patrick Treves im Tor von Würzburg. Spielbestimmend seine Mannschaft, die von Michael Schiele. Aber Haching in der Defensive, dann mit diesem Befreiungsschlag, der in einem Konter endet. Bigalke und Patrick Treves mit Glanztat. Der beste Vorbereiter der Liga, Sascha Bigalke. Hier hat er freie Bahn, viel Zeit zum Überlegen, vielleicht zu viel Zeit. Das war auch die erste Halbzeit, 1:0 für Unterhaching. Hinein in die zweite Hälfte. Wieder spielte Würzburg, kämpfte Würzburg, versuchte viel. Erneut Fabio Kaufmann mit guter Kopfballmöglichkeit. Das Team von Klaus Schromm fast nur in der Defensive. Aber es gab nicht viel Chancen sonst für Würzburg. Dafür wurde es am Ende nochmal richtig hart und unsanft. Hier gelb-rote Karte in der 90. Minute für Alexander Winkler. Und dann das in der Nachspielzeit. Die allerbeste Chance für die Würzburger Kickers. Fabio Kaufmann und Sebastian Schuppan, der Kapitän, an die Latte. Viele Emotionen dann im Spiel. Würzburg wollte, konnte aber nicht mehr viel. Überhartes Einsteigen dann vom eingewechselten Ofosu Aye. Und dann das Kopfstoß. Und das natürlich noch glatte rote Karte für den Würzburger. Unschöner Abgang. Diese Aktion zuerst gegen Schimmer, das ist eine gelbe, aber dann muss er sich im Griff haben. Das hat er nicht und ein Kopfstoß geht natürlich gar nicht. So blieb es am Ende bei einem knappen, aber nicht unverdienten Sieg der Spielvereinigung Unterhaching. Ich glaube nicht, dass Haching so defensiv spielen wollte heute auch. Die sind einfach nicht rausgekommen heute. Wir haben sie bespielt, haben uns Chancen. Wenn wir keine Chancen rausspielen würden, ja, und da ist er halt nicht reingegangen heute. Und wir waren ein bisschen schlampig, vielleicht im letzten Pass in der ersten Halbzeit oder dann hat uns die Ruhe gefehlt. Ich glaube, ich waren ein paar enge Situationen dabei, aber ich glaube, die allergrößten Chancen haben dann wir. Aber dass ein 1:0 da noch reicht, ja, wenn man das einer so nach einer Stunde gesagt hätte. Ja, gut, war schwer, war lange 90 Minuten, aber schön. Nach 4 Niederlagen in Folge im Jahr 2019 holt Unterhaching seinen ersten Sieg. Würzburg weiter mit eklatanter Heimschwäche.